Hallo liebe Leute, ich mache eine sogenannte Pre-Reaction, eine Reaction, bevor ich eine richtige Reaction mache, eine Pre-Reaction. Und ich koche mir gerade, ich bin aus den Bergen rausgefahren, ich bin mega happy, dass ich aus den Bergen rausgefahren bin. Es war so Serpentinenschlangen, war nicht easy und da oben habe ich eh schlecht geschlafen. Jetzt bin ich wieder im Süden, ich meine weiter unten. Südlich von Pau noch immer. Aber ich fahre jetzt nördlich von Pau. Aber bin ich noch einkaufen gefahren. Ich glaube, es ist Feiertag. Ich habe gestern zu wenig Kalorien gegessen. Ich habe sehr, sehr viel Protein gegessen. Aber zu wenig Kalorien. Und ich spüre das. Ich habe einfach keinen Elan zum Trainieren. Keine Lust. Da habe ich noch gefappt in der Früh. Keine Ahnung, warum ich gefappt habe. Ich habe nicht mal, normalerweise, wenn ich fappe, ich gucke keinen Porn. Dann tue ich mir irgendwas in die Fantasie, irgendwas mit einer Frau oder so. Es war überhaupt nicht anwesend heute. Ich habe einfach nur zum Fappen gefappt. Total strange. Okay, ich habe zum Fappen gefappt. Ich habe zu mir selber gefappt, im Endeffekt. Bisschen schwul. Selbst schwul. Ich bin selbst schwul. Okay, Bananenfrau. Reaktion. Also bevor ich das eine Vorreaktion. Vor der Vorreaktion sogar noch. Das ist eine vorbereitende Schablone der Vorreaktion. Vegan heißt nicht gleich gesund. Eigentlich keine Form von Essen heißt gleich gesund. Wenn du Fleisch zu dir nimmst, auch wenn es gutes Fleisch ist, also so gutes Gammelfleisch, wenn du Fleisch zu dir nimmst, aber es ist voller Antibiotika und Pestizide und Insektizide, weil die Kühe nur scheiße gefuttert werden oder was weiß ich, oder was du isst, dann ist das nicht gesund. Wenn du Sachen, zum Beispiel, wusstest du, Cashewnüsse werden in Asien, werden brutalst besprüht von, so schlimm von Pestiziden und Insektiziden, dass die Leute, die dort leben, um diese Bauernhöfe herum, dass sie schwere misshandelte Kinder, dass sie schwer, das ist nicht lustig, dass sie schwere Rückbildungen haben, die Kinder und so weiter, und auch Krebs entwickeln und so weiter. Da gibt es auch genügend Dokumentarfilme drüber. Auf alle Fälle, was ich damit sagen will, ist klar, wenn du nur Zucker zu dir nimmst und Weizen, ich meine, du musst schon sehr geile Genetik haben. Und ich sag mal so, prinzipiell ist so, alles, was du isst, nee, wenn du unter 30 bist, verträgt dein Körper fast alles. Ich hab mich zwar immer relativ gut ernährt, aber ich habe sicher auch Sachen gegessen, die nicht für mich gut waren. Nicht so schlimm wie andere definitiv, aber ich habe das quasi ignorieren können, bis ich 30 war. Und dann mit 31, 32 fing es dann langsam an. Und jetzt muss ich mega drauf achten, was ich esse. Natürlich, es gibt immer Möglichkeiten, das wieder zu korrigieren, durch Yoga, durch verschiedene Kuren und Fasten und was weiß ich. Aber prinzipiell musst du nach Alter aufpassen, ja. Das heißt, ich weiß nicht, dieses Bananenmädel, wie alt die ist, aber wenn die unter 30 ist oder um die 30 herum und wenn sie ein bisschen dicker ist oder so, dann merkt man das eh nicht. Aber ab 30 aufwärts normalerweise fängt das an, erst Probleme zu machen, und ab 40 definitiv. Und mein, wie viele Leute, ich meine, statistisch nebenbei, das wissen viele nicht, wahrscheinlichkeitsrechnerisch fangen die meisten Krankheiten fangen bei 55 an. Also ab 55, das macht so eine Kurve. Ich habe das mal gesehen, so Krankheiten in der Gesellschaft. Das geht so ganz langsam rauf und dann ab 55 macht es so, statistisch. Also 55 ist eigentlich, wo deine Genetik und deine Fähigkeit, Dinge zu reparieren, in den Arsch geht. 55. Das wollte ich nur gesagt haben, dass ihr das wisst. Und
Bis dahin verträgt der Körper einfach massiv viel. So, ich muss jetzt hier in meinen Reis Hühnchen reintun. Ich habe nur einen Topf, der gerade kocht, deswegen kommt alles in den gleichen Topf und dann muss ich das einfach zeitlich. Nebenbei, Ernährung. Extrem zu empfehlen. Salz ist nicht schlecht für dich, außer wenn du extrem hohen Blutdruck hast oder so. Aber du musst das richtige Salz kaufen. Ich habe jetzt zum Beispiel sehr, sehr hochqualitatives Salz gekauft, hier aus der Region. Und umso näher am Meersalz von den Mineralien, umso besser. Also Meersalz am besten direkt. Diese Himalaya-Salz und natürlich sind die sind pink, weil so viele Mineralien drin sind. Aber ich würde mal so sagen, am besten ist es wahrscheinlich verschiedene Salze auszuprobieren, aber auf keinen Fall normales oder raffiniertes Salz. Ja, kauf kein normales raffiniertes Salz. Das ist Schwachsinn. Das ist schlimmer noch als raffiniert. Ich auf keinen Fall raffinierten Zucker, aber ich glaube, das ist genau das, was die Bananenfrau macht, gell? Die isst nur raffinierten Zucker. Ich meine, der Körper liebt das, aber die Krebszellen lieben das auch. Ich habe zum Beispiel hier, das zeige ich euch. Ah, ich merke, hier oben kann ich nicht Sachen hin tun, weil hier kommt Feuchtigkeit hin, wenn ich koche. Das ist so ein Meersalz, das ist unbehandeltes Sel Marin. Weißt du, was auch interessant ist? Das Salz schmeckt. Also im Sinne, du hast auch Bock, daran zu lutschen. Und dann habe ich noch eins gekauft. Ich habe zwei. Da brauche ich lange keins mehr. Okay, das kommt aus der Region. Das ist Salis de Bern. Das ist die Gegend. La Purité du Sel de Sors, Pyrénées Atlantique. Und hier gibt es so eine Region, die geschützt ist. Und das soll 10 mal mehr konzentriert sein als Salz aus dem Meer. Bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob wie das mit den Mineralien ist. Ein bisschen schwierig nachzuforschen. Aber man kann verschiedene Salze probieren, aber auf alle Fälle darf es nicht raffiniertes oder behandeltes Salz sein. So, das hier wird, glaube ich, ganz lecker. Ich tue da noch Brokkoli mit drauf. Nebenbei, wenn du zu viel trinkst, aber kein Sodium in dir reinbekommst, also kein Salz praktisch, dann stirbst du. Salz ist super wichtig. Du hast schon viel Essen drin und so. Brot, wenn du Brot isst. Brot ist aber auch nicht so gesund. So, das ist jetzt meine Pre-Reaction. Meine Pre-Reaction, bevor ich ein Video von dir überhaupt gesehen habe, ist raffinierte Zucker und alles, was dein Blutzuckerspiegel nach oben schießen lässt und alles, was verarbeitet ist, ist mega gefährlich, speziell heute in der Gesellschaft.